Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Ein herzliches Willkommen nach da draußen, hier wieder bei uns im Talk Between the Towers. Heute mit der Fragestellung, was bewegt die Gen Z? Also heute geht es um Generationen. Und mit mir im Mehrgenerationen-Studio ist dafür der Sebastian. Grüß dich, Sebastian. Hi Dirk, das klingt jetzt so ein bisschen, als ob ich jetzt hier schon der Babyboomer wäre. Das kann ich immer vorneweg verneinen. Ich dachte, ich starte mal mit dieser steilen These, aber wir können ja dann im Laufe des Gesprächs mal rauskriegen, ob ich da richtig liege oder daneben. Und natürlich haben wir uns zu diesem bewegenden Thema auch noch jemanden dazu geladen, und zwar den Jan Zinke. Jan Zinke kommt von Iris Capital oder Iris Capital, wie ist es richtig, Jan? Kommt drauf an, wen ihr fragt. Die Kollegen in Frankreich sagen Iris Capital, ja. Iris Capital. Iris Capital, ja. Und ich sage Iris, ja. Als alter Gen Zler bediene ich mich dann dem Anglizismus, ja, und sage dann gerne Iris Capital dazu. Ah, da sind wir schon direkt eingestiegen. Super, also herzlich willkommen bei uns, Jan. Wo steckst du gerade und ein paar Worte vielleicht zu dir? Ja, super, gerne. Erstmal vielen Dank, ja, für die Einleitung und danke, dass ich hier sein darf. Ja, freue mich sehr auf dieses Gespräch heute. Und ich bin gerade in Berlin, im sonnigen Berlin. Ja, Sommer ist endlich nach Berlin gekommen, nach irgendwie dunklen Wintermonaten. Ja, fängt das Leben hier wieder richtig an und freue mich jetzt hier heute mit euch so ein bisschen Generationen-Talk zu begehen und bin natürlich sehr gespannt, was für Fragen ihr mitgebracht habt und hoffe, dass ich da vielleicht zu der einen oder anderen Frage auch mal ein bisschen meinen Senf dazugeben kann. Super. Magst du noch ein bisschen was vielleicht zu deinem Background sagen? Was machst du bei Iris Capital? Was hast du davor gemacht? Und auch vielleicht ein bisschen, die Leute hören ja jetzt nur deine Stimme, die haben jetzt kein Bild vor Augen. Warum bist du denn eigentlich so ein perfekter Gesprächspartner, um über die Gen Z zu reden? Super gerne. Ja, vielleicht fange ich kurz zu dem an, wer ich bin. In der Tat, Investor bei Iris Capital, bin hier Teil des Early-Stage-Teams und darf quasi für Iris Capital nach spannenden Early-Stage-Tech-Startups Ausschau halten. Bei Iris sind wir ein pan-europäischer Venture-Capital-Investor mit Büros in Paris, Berlin und München und investieren eben sehr agnostisch, das heißt eben einmal sektoragnostisch, aber eben auch stageagnostisch. Für alle, die nicht wissen, was das heißt, ist, wir investieren eben von der sehr frühen Phase, so in die Seed-Phase, bis in die Wachstums-, in die Growth-Phasen, dem eben auch agnostisch in eben Technologie-Startups. Sehr viel B2B-Software ist ja bei uns dabei, auch ein bisschen B2C, ein wenig Hardware und sind deswegen ein sehr, sehr generalistisch aufgestellter Venture-Capital-Fonds. Ich habe ehrlicherweise schon fast mein ganzes berufliches Leben in dieser Startup-Blase verbracht, wie ich mal so schon sage. Das heißt, schon in der Schulzeit damals im Abi bei einem HR-Tech-Startup auch hier in Berlin angeheuert. Dort also die ersten Schritte damals auf der Torstraße, also der Silicon Allee, ja, hier in Berlin gehen dürfen, ein Netzwerk damals schon angefangen aufzubauen. Das war zu 16, ja. Und seitdem hat sich auch einiges getan in der Branche. Ich durfte die Branche eben seitdem auch begleiten, habe diverse Venture Capital Fonds während meines Studiums. Ich habe damals BWL studiert, also Betriebswirtschaftslehre in Business Administration in Reutlingen und in den USA, North Carolina. Habe auch während des Studiums schon einige Venture Capital Fonds von innen sehen dürfen. Ganz nebenbei noch eine Community mit aufgebaut namens Innovators Room, die es nach wie vor noch gibt, mit zwei Freunden zusammen. Innovators Room, eine Community, die vor allem eben innovationsbegeisterte, angehende Investorinnen und Investoren, Gründerinnen und Gründer zusammenbringt. Da auch vielleicht schon ein Begriff, den wir öfter hören werden, Community. Und dann genau nach dem Studium bin ich eingestiegen bei einem Berliner Frühphasenfonds. Dort viel in der Pre-Seed- und Seed-Phase in B2B-Software investiert und dann nach anderthalb Jahren mich dazu entschieden, mich Iris Capital anzuschließen. Ja, und aber Iris Capital quasi so ein bisschen unser Engagement hier, vor allem in Dach, in und aus Berlin heraus voranzutreiben. Okay, dann wollen wir das doch direkt mal testen. Ich meine, du hast gerade Gen Z vielleicht kurz angesprochen mit Community etc. Wann hast du denn deinen letzten Tourney gezündet? Ich meine, das muss man ja, ich glaube, das ist erstmal der Test, ja, auch für unsere Zuhörer, ob unser Gast wirklich aus der Gen Z kommt. Fairerweise den Begriff habe ich vorher auch gegoogelt. Super Frage und tatsächlich, glaube ich, war ich auch ein relativer Late Adopter, was den Tornado angeht, ja. Ich glaube, das muss in meinem Portugal-Urlaub gewesen sein, vor einiger Zeit, als mich einige Freunde nach ihm fragten, ob ich jetzt mit ihnen einen Biertornado zünden möchte. Einige Versuche später habe ich doch merken müssen, dass es auch hier Training macht den Meister. Ja, das heißt, aktuell noch im Trainingsmodus und habe aber das große Ziel, dann bis zu meinem Geburtstag dann im Spätsommer natürlich Tornado-Profi zu sein, um dann eben meinen Freunden auch im großen Stile zu imponieren.
Okay, verstehe. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, also ich google dann hinterher nochmal, aber von dem, was ich so raushöre, ist der Tornado wahrscheinlich das, was für die früheren Generationen der Pong war. Der Pong? Der Bierpong. Der Bierpong. Ja, der Tornado ist ja aber kein Spiel. Ja? Der Tornado ist im Grunde, ein Tornado, genau, ist quasi eine Art, wie du das Bier konsumierst. Also du nimmst quasi das Bier in die Hand, drehst es, dass ein Tornado-Sog entsteht, ja, so ein tornadoartiger Sog, quasi eine Spirale, und das muss man dann quasi auf Ex dann entsprechend mit dieser Drehung sich einverleiben. Ja? Also eine Druckbetankung, wenn man so will. Ja, verstehe. Okay. Ja. Jedem seine Erfahrungen, würde ich sagen. Ne? Jeder Generation seine Erfahrungen. Genau. Und ich fühle mich bestätigt in meiner Eingangsthese. Also wir haben zumindest schon mal zwei Generationen hier, weil da war ich jetzt schon mal raus. Genau, aber Jan, jetzt haben wir, glaube ich, schon mal ziemlich deutlich rausgehört, dass du dich schon der Gen Z auch zuordnest. Wie würdest du die beschreiben? Ja, weil es ist ja eine Generation, ich habe es vorher auch mal geguckt, und wenn man so ein bisschen recherchiert, sieht man wieder Bezeichnungen, die man komplett schon verdrängt hat. Also es gab ja Generation Praktikum, ja, MTV-Generation, was habe ich noch gefunden? Generation What ist auch schon eine Begrifflichkeit, ja, und dann natürlich die Klassiker nach den Boomern, die XYZ-Reihe, ja. Ist es eine zeitliche Einordnung für dich oder geht es da eher um inhaltlich, um Kultur? Was ist für dich die Gen Z? Boah, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, ja, und in der Tat, du googelst nach Definition, und ich glaube, da gibt es ja auch selbst nach Textbook-Definition verschiedenste Auslegungsformen. Ich glaube, die Amerikaner zum Beispiel definieren sie ein bisschen breiter und sagen, ab 95 ist man schon Gen Z oder Gen Z. In Deutschland, glaube ich, ist es die gängigste Definition ab 97. Mhm. Für mich geht es ehrlicherweise weniger um den Zeitraum, sondern eher um so ein Lebensgefühl und die Einflüsse, die diese Generation eben erlebt hat. Ja? Ich glaube, die Gen Z ist für mich eben die Generation oder die erste Generation, die sich nicht mehr groß an eine Zeit vor dem Internet erinnern kann. Also ich zumindest kann mich nicht mehr an eine Zeit erinnern, wo es für mich kein Google gab, zum Beispiel. Zudem eben eine Zeit, in der wir ja schon mit Smartphones aufgewachsen sind. Ich müsste lügen, aber ich glaube schon, als ich dann aufs Gymnasium kam, hatte ich ja zumindest ein Mobiltelefon, was auch internetfähig war, ja. Ich glaube, das Smartphone kam, das iPhone kam 2009, meine ich, raus, ja, das erste. Da war ich 12. Also entsprechend tatsächlich die Generation, die, ich glaube, man sagt immer so gerne Digital Native, aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Digital Native ist. Und wenn ich mich mit meinen Millennial-Freunden unterhalte, erzählen die immer noch ganz stolz von ihrer Schulzeit ohne Smartphones. Das gab es bei uns halt eben nicht. Zudem eine Generation, die extreme Einflüsse auch politisch wie aber auch wirtschaftlich erlebt hat. Wir sind aufgewachsen in der Zeit von der Finanzkrise, gefolgt von einem 10-jährigen extremen Bullenmarkt, gleichzeitig aber auch hohe Instabilität. Ich rede von der Flüchtlingskrise zum Beispiel, ja. Ich rede von der Pandemie, die uns jetzt irgendwie in den letzten 2,5 Jahre beschäftigt hat. Zudem ist eben Krieg in Europa, also eine Generation, die eigentlich in einem sehr, ja, schon im Wohlstand aufgewachsen ist, aber gleichzeitig trotzdem in einer Weltordnung, die zumindest mal gefühlt immer instabiler wird und das Chaos da draußen zumindest mal nicht abgenommen hat. Und ich glaube, in so einer Generation finden wir uns wieder. Und das ist nämlich Generation Z. Es geht weniger darum, wann bist du jetzt geboren, ob 96, 97, hast du TikTok oder kein TikTok, sondern eher darum, bist du eben genau durch diese Einflüsse geformt worden als Kind, als Jugendlicher. Genau, und die macht einen ja auch aus letztendlich, ne? Also wenn man das so lernt und miterlebt, was so Herausforderungen sind oder eben nicht, das formt einen ja unterschiedlich, ja. Und ich weiß nicht, ob es euch so aufgefallen ist, aber mir ist es irgendwie, gerade wo du es gesagt hast, auf der einen Seite Pandemie, Schuldenkrise, Finanzkrise etc., was die Generation alles erlebt hat. Und ich finde diese Generation, vielleicht auch vor allem im Vergleich zu meiner Generation, viel, viel wertebasierter. Ja? Ich glaube, in den Medien liest man immer, die Aufmerksamkeitsspanne geht zurück, die können sich nur noch für 8 Sekunden oder 7 Sekunden, keine Ahnung, konzentrieren. Aber wenn man sich auch mal anschaut, was für Bewegungen entstanden sind, Fridays for Future, ja, die sehr stark dafür eintreten, wie die Welt von morgen aussehen soll, beziehungsweise, dass sie nachhaltiger sein soll, dass die Menschen endlich ein bisschen aufwachen soll, wenn es ums Thema Umwelt geht. Das finde ich immer so ein bisschen überraschend, dass man eigentlich immer nur diese Gegensätze so ein bisschen auch erfährt halt, ne? Also, wie siehst du das? Also, würdest du auch sagen, dieses Community-Gefühl, dieses Wertebasierte ist dieser Generation sehr wichtig? Ich glaube, der größte Unterschied zu eurer Generation, ja, den ich irgendwie wahrnehme, aber auch in Gesprächen. Vorsichtig, Jan, vorsichtig, vorsichtig. Ja. Ich habe nichts gesagt. vielen Dank. Genau, ich werde nicht nochmal eingeladen hier. Aber ich traue mich mal weiter. Ja. Also ich glaube, der Unterschied zwischen vielleicht der Generation Z und dann den Millennials, aber auch den Boomern zum Beispiel, ist eben genau, was du sagst, dieser Wert von Community,
man spricht ja auch von so einer We, also Wir-Generation versus Me, also Ich-Generation. Ja? Also entsprechend geht es bei den Generation Z viel um Inklusion, Diversität, darum entsprechend in den Diskurs alle Menschen einzubinden. Und ganz, ganz spannend ist ja da eben das Thema, dass es nicht mehr darum geht, um das Maximale rauszuholen für einen selbst, sondern man immer auch sich als Teil der Community irgendwie versteht. Ja? Und ich glaube, das lässt sich ja vor allem ableiten an dem größten Generationskonflikt, ja, der nach der Fridays for Future-Bewegung zugrunde liegt, diesem Vorwurf der Generation Z an die alten Generationen, hey, ihr habt nur an euch gedacht, ihr habt Profit auf die Kosten des Planeten, also auf Kosten von uns entsprechend maximiert und jetzt müssen wir hier entsprechend gemeinsam irgendwie das Ganze auslöffeln und gerade biegen. Und das finde ich ganz spannend. Es geht weniger darum, ich, sondern wir. Das sieht man auch im Konsumverhalten. Ja, ich glaube, der Erfolg zum Beispiel von Discord, wo mittlerweile fast jede eigene Brand eigene Channels hat, wo sich Leute dann eben austauschen. Also selbst im Konsumverhalten ist es darum, nicht mehr irgendwie nur ein Produkt für sich selber zu haben als Statussymbol, sondern eben man konsumiert auch, um Teil einer Community zu sein. Das sieht man, glaube ich, in allen Lebensbereichen. Und für mich als Investor natürlich immer auch spannend, wie das Konsumverhalten sich verändert. Und da sieht man ganz klare Tendenzen dazu, so ein Zugehörigkeitsgefühl auch zu schaffen und sich selber als Teil von einer Gruppe, als Teil der Gesellschaft zu verstehen. Ja, trotz vielleicht geringerer Aufmerksamkeitsspanne, wobei ich da gehört habe, dass die auch nur 1 bis 2 Sekunden kürzer sein sollen als bei den Millennials. Ja, von daher glaube ich, das nimmt sich ja gar nicht mal so viel. Das ist einfach optimiert dann, ne? Das ist optimiert, genau. Ja, ist aber, glaube ich, auch, ne, wenn man so die andere Seite beleuchtet, die ja im Leben immer noch da ist, so Erwerbstätigkeit, wenn wir uns das mal angucken, da sagen ja viele, naja, die schaffen ja nichts, wie die Hessen sagen, ne? Aber ist ja vielleicht auch wirklich eine Folge davon, ne? In dem Moment, wo ich mir mehr meiner Zeit und meiner Kapazitäten dafür verwende, mich auch anderen Dingen zu widmen, kommt es vielleicht für andere auch so rüber, dass ich gar nicht so viel arbeite oder dass sich einfach das Arbeitsmodell ja auch geändert hat in der Zeit, ne? Also es geht nicht mehr darum, bei McKinsey die Stunden zu schrubben, sondern vielleicht schon zu erarbeiten, so dass ich meinen Unterhalt, meinen Lebensunterhalt habe, dass ich durchs Leben komme, aber parallel halt vielleicht auch andere Themen voranzutreiben, die mir und eben der Community wichtig sind. Oder schätze ich das falsch ein? Nee, ich glaube, das sind absolut Trends, die man ja sieht. Ne? Also ich glaube, Arbeitsmodelle werden flexibler. Ich glaube auch, so wie Arbeit verstanden wird von der unserer Generation, verändert sich einiges. Ich habe letztens erst wieder eine Studie gesehen, dass ich glaube, über 50% der Generation Z sich A vorstellen können, erstmal selbstständig zu sein, also was zu gründen, was natürlich für mich als Investor super spannend ist. Ja, also prima, also großer Gründergeist. Gleichzeitig aber auch viele ins Freelancing gehen, mehrere Jobs gleichzeitig machen, irgendwie remote arbeiten. Und gleichzeitig aber natürlich auch nochmal geänderte Voraussetzungen. Die Kosten, um in der Stadt zu leben, explodieren. Die Generation Z muss auch schauen, dass sie sich entsprechend erwerbstätig werden, über die Runden kommen. Und in den USA gerade gehen auch viele Studien davon aus, dass eben unsere Generation auch vielleicht gar nicht in der Lage sein kann, mit nur einem Job allein sich den Lebensstil zu leisten. Ja, also da auch so eine gewisse, glaube ich, ehrlicherweise fast schon, wie soll ich sagen, Verlust oder fehlender Glaube an das System, auch an das Versprechen, was vielleicht früher noch galt, ja, bei den Boomern zum Beispiel, ja, mach eine Ausbildung oder studiere und du wirst in der Lage sein, dir mal irgendwann ein Eigenheim zu leisten. Ich glaube, das sind alles Dinge, die eben nicht mehr zutreffen. Gleichzeitig bin ich aufgewachsen und die älteren Generationen haben mir schon gesagt, ja, wenn du mal in Rente gehst, das Rentending ist eh nicht mehr. Das heißt also, da findet ein Umdenken statt. Ich glaube, dass nicht nur darum geht, entsprechend vielleicht Purpose und Werte getrieben zu sein, sondern auch gleichzeitig so ein gewisser Realismus, der auch Einzug findet. Deswegen ist die Generation gleichzeitig, glaube ich, auch eine Generation, die auch sehr kritisch auf vieles blickt. Mhm. Guter Punkt. Und was mich aber auch nochmal interessieren würde, wenn wir viel darüber reden, du hast gesagt, auf Discord haben einzelne Brands eigene Channels, wo sie mit ihren Konsumenten oder mit ihrer Community einfach im Austausch sind. Welche Rolle spielt denn generell die sozialen Medien? Ich meine, wir haben Influencer, TikTok etc. Letztens ein paar Statistiken irgendwie durchgebrowst, wo irgendwie auch drin steht nochmal nach dem Motto, soziale Medien, ja, ist für diese Generation nochmal deutlich wichtiger als für die davor, ja, für die Generation Facebook etc. Und sogar, dass die Generation weniger zum Beispiel Alkohol konsumiert, weniger Freizeitdrogen zu sich nimmt. Kann es auch sein, so ein bisschen, dass soziale Medien vielleicht auch ein bisschen der Ersatz dazu sind, wenn ich mir anschaue, wie exzessiv diese Generation das verwendet? Ich darf jetzt einfach mal so kritisch sein. Ja, ich bin ja nicht Gen Z, daher nehme ich jetzt mal die kritische Position an. Eine super Frage und ich glaube sicherlich nochmal, wir sind ja aufgewachsen als eine Generation mit den sozialen Medien. Ja, das heißt, es ist quasi ein ganz normaler Teil unseres Lebens. Ich glaube, was ich irgendwie auch erlebe, ist, dass tatsächlich meine Generation immer weniger unterscheidet zwischen dem
Online-Ich und dem realen Ich, da die Grenzen ja auch irgendwie verschwimmen immer mehr. Ja, Stichwort Metaverse zum Beispiel. Gleichzeitig aber auch nochmal, es geht auch um Authentizität. Ich glaube, wo vielleicht noch die älteren Generationen auch die soziale Netzwerke genutzt haben, um sich entsprechend in einem sehr ja, guten Licht vielleicht darzustellen, um Sushi-Bilder hochzuladen, nutzt meine Generation auch die sozialen Netzwerke, um der eigenen Stimme irgendwie Ausdruck zu verleihen. Sei es, um über politische, soziale Missstände aufmerksam zu machen oder um eben auch ja, einen sehr realen Einblick in die eigene Welt zu liefern. Es wird auch viel mittlerweile über mentale Gesundheit gesprochen auf TikTok und Instagram und Co., aber auch über persönliche Finanzen nochmal. Ja, wie gesagt, das ist natürlich auch für uns ein Thema. Altersvorsorge irgendwann wird auch nochmal relevant. Ja, und da passiert ja auch einiges und da werden unsere Netzwerke eben auch genutzt. Also ich glaube, unsere Netzwerke findet viel statt, da findet der Diskurs auch statt. Aber ich glaube, die Nutzung ist glaube ich weniger darum, wie intensiv, sondern wie wird das genutzt. Ich glaube, es werden noch andere Channels genutzt als eben in der Tat die Boomer, die glaube ich, stereotypisch auf Facebook unterwegs sind, vielleicht die Millennials dann auf Instagram und dann eben die Generation Z auf Discord, TikTok und Co. Aber sie nutzen das eben auch nochmal deutlich kritischer. Ja, ich glaube, gerade den Erfolg auch von Fake News, ja, sich anschaut, das sind natürlich besonders Boomer, ja, die sich auf Facebook dann entsprechend, wo Fake News sich verbreiten. Und die Generation Z, die dann vielleicht auch zumindest, das ist meine ganz subjektive Wahrnehmung, dann doch nochmal hinterfragt, woher kommen denn jetzt entsprechende Nachrichten, woher kommen denn jetzt entsprechende Meldungen, weil wir eben aufgewachsen sind in einer Welt, wo sich eben Fake News auch schnell verbreiten und entsprechend die Spaltung der Gesellschaft vielleicht auch befeuern. Ja. Aber eine gute Frage, ja. Das beruhigt mich zu hören, was du sagst, dass ihr das doch mal wieder hinterfragt, weil das war tatsächlich so ein bisschen eine Befürchtung auch bei mir gewesen. Also ich bin schon nicht mehr aktiv auf Facebook seit längerem und Grund ist einfach, dass da Sachen passiert sind, wo du dann denkst, ja, denk doch mal einmal drüber nach, dann weißt du, in welche Richtung der Hase läuft, ja, aber das ist wirklich notwendig, ja. Und ich meine, die Plattformen sind ja großartig, um genau das zu erreichen, was du sagst, ne, um Themen wirklich auch in die breite Masse zu bringen und da wirklich Transparenz zu schaffen. Leider gibt es halt auch den Hebel in die falsche Richtung und da müssen natürlich alle mitziehen, dass der nicht zu sehr ausschlägt. Genau, da hoffe ich, dass, ich glaube, in der Schule bei uns wurde dann irgendwann der Begriff Medienkompetenz auch eingeführt, ja, und ich hoffe, dass da die Medienkompetenz... Großartig, ja, toller Begriff, aber ich wirklich in der Tat, ja, ich sehe da zumindest mal bei mir auch gerade bei den sogenannten Peers, ja, eine hohe Kompetenz und im Gegenteil, ja, die sind eher auslassen darüber, dass dann irgendwelche Tanten und Onkel irgendwelchen Familienfesten wieder erzählen, Hillary Clinton ja, sei eine Eidechse. Ich vertreibe jetzt, aber das ist, glaube ich, so der Konflikt, der stattfindet und ich glaube, meine Generation nochmal wächst doch dann mit einer sehr kritischen auch Auffassung von dem auf, was entsprechend auf sozialen Netzwerken ja, geteilt wird. Ja, sehr gut. Und genau, was ich jetzt gerade noch sagen wollte, ist auch das Thema Arbeitswelt passiert ja auch immer mehr in den Netzwerken. Ne? Also ich meine, das ist ja auch was die Generationen voneinander unterscheidet. Ne? Also meine Generation hat sich gefreut, wenn sie Bilder aus dem Urlaub posten konnten. Und jetzt gibt es Leute, die verdienen ihren Lebensunterhalt mit diesen Plattformen. Ja. Und nennen sie Influencer, wenn das böse ist. Aber ich meine, die haben einfach einen Weg gefunden, wie die ihr Leben damit bestreiten können. Und das ist halt schon stark. Ne? Und gerade wenn, du hast ja auch schon gesagt, das ist ja jetzt, ich meine, wenn wir über diese Social-Media-Plattformen reden, ist das ja auch schon fast wieder eher Sachen von gestern. Ne? Die passieren zwar heute noch, aber es steht ja schon der nächste Evolutionsschritt an mit Metaverse, was noch ganz andere Möglichkeiten haben wird und nochmal insbesondere auch darauf einzahlt, da eine wirkliche Ökonomie auch aufzubauen. Das ist doch schon ein wichtiges Thema auch für die Gen Z, oder? Absolut, ja. Und was ich spannend finde, sind nämlich zweierlei Dinge, ja. Das erste ist in der Tat, ich glaube, gerade für meine Generation sind mittlerweile eben, ja, dann doch YouTuber, TikToker, Instagrammer die richtigen Stars. Da wären Millennials zum Beispiel statistisch gesehen eher noch Hollywood-Schauspielern folgen die dann doch Stars, über ihre eigenen Content berühmt geworden sind. Einfach auch, weil da die Hürde, ja, eigenen guten Content zu erstellen, ja, stetig gesunken ist. Das kostet mittlerweile ein Mikrofon, ja, schneiden mit dem Computer. Das ist alles möglich mittlerweile im Kinderzimmer quasi schon sehr hochwertigen Content zu produzieren und gleichzeitig aber auch ist meine Generation auch selbst viel Content getriebener. Und das sieht man daran, wenn man vergleicht das Nutzerverhalten von YouTube gegenüber TikTok. Bei YouTube ist es so, dass, glaube ich, nur jeder tausendste Nutzer selber Content hochlädt, während bei TikTok 83% der Nutzerinnen und Nutzer selbst Content hochladen. Und das ist super spannend, ja. Also dieser Gedanke, dass eben wir alle konsumieren, aber eben auch selber kreieren. Und das in Verbindung mit dem, was ich eben schon gesagt habe, ja. Also auch diesen Drang, vielleicht selbst einfach zu gründen, selbstständig zu sein, also vielleicht auch den Lebensunterhalt eben nicht in einem klassischen Angestelltenverhältnis zu bestreiten, ist extrem spannend. Ich glaube, das sind auch viele Trends, die jetzt eben auf meine Generation zutreffen und das, was mich eben nochmal als Investor natürlich extrem optimistisch in die Zukunft schauen lässt.
viele Punkte, die du auch angesprochen hast über die Gen Z, da sagen wahrscheinlich viele Zuhörer, sind nach dem Motto, boah, anstrengend, strapaziert meine Nerven. Warum muss ich mich damit beschäftigen? Ja, ich glaube, und das finde ich auch immer das Schöne, privat kann man das ja so relativ easy sagen, so nach dem Motto, habe ich keinen Bock drauf, ja, mit dem brauche ich mich nicht zu beschäftigen oder sollen sich anpassen etc., ne? Aber Unternehmen haben ja häufig extrem viel davon, wenn sie sich mit einer Zielgruppe auch beschäftigen und die dann auch verstehen, weil sie dann wahrscheinlich, nenn es mal, einzigartige Wege findet, mit denen zu kommunizieren, ihre Produkte an die näher zu bringen. Ich meine, das ist für Unternehmen wichtig, aber du hast ja auch die Investorenbrille auf. Ja, warum sagst du, hey, es lohnt sich auch als Wagniskapitalgeber, sich mit dieser Generation näher zu beschäftigen? Das sind nämlich ganz verschiedene Komponenten, die dazukommen. Ja, ich glaube, die allererste ist in der Tat eben die, gerade wenn du dir anschaust, die Demografie, jetzt gerade treten eben die Generation Z langsam ins Arbeitsleben ein. Das heißt also, jährlich steigt das Kaufverhalten massiv. Amerikaner sagen, the spending power, ja, also die Kaufkraft, sorry, steigt extrem. Gleichzeitig gehört das eben auch, dass natürlich Unternehmen, ja, was sind noch Startups, darüber nachdenken müssen, wie sprechen sie diese Zielgruppe an, wie können die Zielgruppe eben davon gewinnen. Ich glaube, mit jeder neuen Generation, die dann entsprechend als Konsument auf den Markt tritt, werden die Karten ja neu gemischt, weil entsprechend Brand-Loyalty dann nicht mehr zählt, weil dann fängst du eben wieder von vorne an und musst dafür sorgen, dass dann eben diese Generation das Unternehmen toll findet, um die Produkte zu kaufen. Gleichzeitig aber, und das ist natürlich für mich als Investor auch super spannend, nochmal, die Generation Z ist extremst unternehmerisch und du siehst auch mittlerweile erste erfolgreiche Startups, die gegründet werden von dieser Generation. Das heißt eben für mich als Investor, ich stelle die Frage, wie kann ich eben Gründerinnen, Gründer aus der Generation davon überzeugen, mit mir zu arbeiten? Was sind so dann die Faktoren, die für eine Person, die der Generation angehört, wichtig sind, wenn sie über Wagniskapital nachdenken, ja? Und erste erfolgreiche Beispiele gibt es ja bereits. Ich glaube, diese Woche hat zum Beispiel Neunity eine große Series A-Runde announced. Ja? Also ein Unternehmen, was von einem Anfang 20-jährigen Gen Z gegründet worden ist, ja, und sehr große Series A geraced hat. Gleichzeitig eben auch gibt es immer mehr Companies, die sich entsprechend auch wirklich auf den Produkten nur auf diese Generation Z konzentrieren. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Own oder Wave, ja, einem Consumer Fintech, gegründet hier auch in Berlin, die ein Community-based Fintech-Produkt bauen, um ganz konkret dieser Generation abzuholen. Und das heißt eben für mich als Investor, ja, wenn ich mir diese Opportunities eben anschaue, die sich wirklich auf diese Generation konzentrieren, ich muss verstehen, wie diese Generation tickt. Und für viele Venture-Capital-Fonds heißt es eben Folgendes, Teams müssen geheiert werden und immer mehr Investorinnen und Investoren, die eben dieser Generation angehören. Ich zähle eben auch dazu, ja. Und natürlich auch als Venture-Capital-Fonds wichtig, mit Trends zu gehen, mit der Zeit zu gehen. Ich glaube, da auch eine gewisse Diversität auch reinzukriegen, mit einem Investmentkomitee vielleicht neben den Partnern, die dann doch einer anderen Generation angehören, vielleicht auch die eine oder der andere Angehörige der nächsten Generation eben dabei sitzt, um vielleicht auch mal den Status quo so ein bisschen zu challengen. Wir sind ja Aktivisten und ich scherze immer und sage immer, ich bin der Aktivist im Dealflow-Meeting, weil ich dann doch vielleicht mal ein paar Sachen mitbringe, die sich dann vielleicht meine Partnerin oder mein Partner bei Iris Capital nicht anschauen würden. Das ist bestimmt auch für viele, die schon viele Jahre da in den Sesseln sitzen, nicht so ganz einfach manchmal, oder? Also stelle ich mir so vor. Ich meine, ich unterschreibe das total, dass das der beste Weg ist. Ne? Hol dir junge Leute ins Team und dann wissen die auch, wie die ihre eigene Generation ansprechen. Weil ansonsten kannst du viel lesen, aber, sage ich mal, selbst die Einstellung so zu drehen, dass du dann solche Opportunities auch attracten kannst, ist, glaube ich, super anstrengend und vielleicht auch gar nicht möglich, weil du musst ja dem Gegenüber auch irgendwie auf Augenhöhe begegnen können. Und da ist das natürlich mit einem verjüngten Team auf jeden Fall erstmal ein guter Schritt, aber den muss man erstmal gehen, oder? Ja, und gleichzeitig eben auch, glaube ich, in der Lage sein, dann vielleicht auch mal, also immer die Frage, ne, Erfahrung versus irgendwie, ja, wie soll ich sagen, Naivität, aber so eine gewisse Blauäugigkeit, die aufeinander trifft. Und ich glaube, die guten Gesellschaften, guten Menschenrechtsgesellschaften halten diesen Druck auch aus und können diesen Diskurs auch eben eingehen. Ich bin da, wie gesagt, sehr optimistisch, ich glaube, bei uns sehr gut und auch bei vielen anderen Fonds. Ich habe erst letztens auf einem Panel teilnehmen dürfen, wo ich mit drei anderen Gen-Z-Investoren eben darüber diskutierten und die im Grunde das auch bestätigt haben, ja, dass das viele Fonds mittlerweile und auch die ältere Generation an Investorinnen und Investoren das genauso auch einsieht, ja, denn in der Tat, wir müssen ja Trends früher erkennen, wir investieren in Companies, die ja gerade in der Frühphase dann doch einige Jährchen noch brauchen, bis sie irgendwann mal ganz groß werden. Das heißt eben auch da, ja, verstehe eben die folgende Generation und da wird eben ja die Generation Z, das ist ganz, ganz wichtig geworden. Also klar, muss man eben auch gucken, dass man dieses Know-how, diese Expertise irgendwie im Team abbildet. Es gibt einen großen amerikanischen Investor, ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber dort gibt es auch einen Investor im Team,
der zum Beispiel für die Arbeit extremst viel TikTok konsumiert, um einfach da up-to-date zu bleiben, investieren sehr viel im Consumer-Bereich, um entsprechend immer up-to-date zu sein über diese Trends. Ja? Und ich glaube, das unterschreibt nochmal die Bedeutung, die es eben hat, als Investor dort am Zahn der Zeit einfach zu arbeiten. Und wenn du jetzt mal deine Investorenbrille ablegst und mal als Generationenvertreter antwortest, was für Unternehmen siehst du da draußen außerhalb des VC-Bereichs vielleicht, die ihren Job da gut machen, also die euch ansprechen, die du visibel vor dir hast, die dir begegnen? Ja? Gibt es da gute Beispiele? Das ist eine super schwierige Frage, ehrlicherweise. Ich müsste da mal Marktforscher fragen. Ich glaube, am Ende sind es einfach die Unternehmen, die relativ transparent ihre Werte kommunizieren, die auch Stellung beziehen. Das ist spannend, ja. Also ich glaube, für Millennials waren Unternehmen oft ein wenig unpolitischer und man hat vielleicht von einem Coca-Cola oder einem Nestle nicht unbedingt ein Statement zu zum Beispiel Black Lives Matter, ja, oder zu einem Ukraine-Konflikt zum Beispiel gewünscht. Meine Generation fordert das ein. Meine Generation fordert ein von Unternehmen, dass sie sich auch tatsächlich ganz klar zu diesen Themen, zu diesen Werten, nochmal Inklusion, Diversität, Nachhaltigkeit, Stellung nehmen, sich dazu beziehen und auch entsprechend Antworten liefern, wie sie entsprechend ihre Unternehmensziele in Einklang bringen. Und ich glaube, Unternehmen, die das gut schaffen, haben auch bei meiner Generation einen extrem hohen Erfolg. Sehe ich genauso. Und ich vielleicht noch was zum Hinzufügen. Ich glaube, auf der einen Seite musst du halt gucken, glaube ich, dass dein Geschäftsmodell halt diese Werte entspricht, ne? Dass du aber diese Werte dann auch am Ende richtig kommunizierst. Also es bringt, glaube ich, nichts, wenn du sagst, hey, als Unternehmen, als Großkonzern, ich versuche mal neue Plattformen aus wie TikTok etc. und spiele dann dort quasi die gleiche Werbung, die ich auch im TV irgendwie vermarkte, das ist halt nicht authentisch, ne? Also ich glaube, du musst da schon irgendwie vor Ort sein und dann, wenn das Video am Ende, sagen wir mal, von der Handykamera gemacht wird und ein bisschen verwackelt ist, kommt das, glaube ich, bei der Zielgruppe sogar besser an, als wenn du einfach dein Video da vom TV zeigst, ne? Absolut, aber da vielleicht nochmal ein Stichwort, was du gerade gesagt hast, ja, mach's authentisch. Ich glaube, es gibt auch genug Beispiele von Unternehmen, die es probiert haben und dann würde meine Generation sagen, das ist weniger authentisch und eher cringe. Definitiv, ich glaube, das ist ein sehr schmaler Grat, ja. Aber auch da wieder, du hast es eben angesprochen, ne, auf Investorenseite holen sich große Kapitalgeber halt junge Leute ins Team. Ja? Und ich glaube, wenn du sagst, hier die Werbung, die fand ich jetzt irgendwie aber cringe oder so, ja, dann ist das aber, glaube ich, auch vielleicht ein Thema drin, ich sag's mal so, weil der Boomer dann die Werbung gemacht hat, ja, und vielleicht weniger auf seine jungen Kollegen gehört hat. Ne? Also ich glaube, wirklich super, super wichtig. Wenn ich die Gruppe erreichen möchte und auch bei der Gruppe finanziell erfolgreich sein möchte, dann muss ich halt auch die Sprache sprechen, auf den Kanälen sein, wo die vor Ort sind. Ich finde es super interessant und du hast ja auch selber gesagt, es gibt da dann relativ viele Geschäftsmöglichkeiten. Ja, also du hast ja ein paar Neobanken erwähnt, die sich darauf fokussieren. Vielleicht auch da nochmal, weil wir natürlich auch viele Zuhörer haben aus dem Fintech-Umfeld. Wie siehst du das? Also quasi Neobanken, die sich jetzt auf diese junge Generation fokussieren. Glaubst du, die haben eine große Zukunft oder sagst du dir, hey, tendenziell ja, aber vielleicht kurzfristig natürlich noch die Gefahr, dass die Zielgruppe vielleicht noch nicht zahlungskräftig genug ist? Wie ist da deine Meinung? Schwierige Frage. Am Ende sehe ich aber natürlich, dass, wie gesagt, meine Generation immer zahlungskräftiger wird. Ich arbeite ja auch jetzt schon seit doch einiger Zeit und dementsprechend, das glaube ich, schon relevant ist, weil auch, glaube ich, das Vertrauen auch von meiner Generation in Banken. Nochmal, wir sind in einer Zeit aufgewachsen, wo große Investmentbanken in den USA einfach pleite gegangen sind, wo auch große europäische Banken durch Staatsgelder gerettet werden mussten. Und ich glaube, da das Vertrauen in die traditionellen Bankhäuser auch gewisserweise geschädigt ist und da natürlich dieser Markt jetzt noch zu vergeben ist. Und ich glaube, ja, vielleicht hat man mal bei der Kreissparkasse ein Konto eröffnet, aber ob man dann auch so eine große Brand-Loyalty am Ende hat, das ist die Frage. Und ich glaube, da ist schon die Chance auch jetzt für Challenger-Banken zu sagen, naja, jetzt greife ich dieses Marktsegment einfach nochmal an. Ja? Und nochmal, ich glaube, sieht man im Trading-Bereich, aber auch im, ja, im Neobanking, dieser Gedanke Community, ja, gemeinsam irgendwie investieren, gemeinsam irgendwie sparen, durch Gamification gewisse Goals zu erreichen. Das sind so Themen, die, glaube ich, bei meiner Generation irgendwie gut ankommen. Und ja, ist ja die Frage, ob das traditionellen Bankhäuser auch so agil und dynamisch auf die Straße bekommen, wie jetzt vielleicht die nächsten Challenger-Banken, die gerade am Start gehen. Das lasse ich erstmal so nachhallen, dass das auch in den Ohren der Zuhörer nochmal den richtigen Platz findet, weil würde ich sofort unterschreiben. Also finde ich total gut, wie du das formuliert hast. Ja, Jan. Vielen Dank. Also das war ein herrlicher Ritt durch die Generationen vorbei an Tornados und anderen Themen.
Ich finde es super spannend, weil natürlich ne, für Unternehmen generell, genauso für VCs, ist es immer wieder wichtig zu gucken, wen sprechen wir denn da draußen an und vor allen Dingen auch, mit wem machen wir in Zukunft Geschäft? Ne? Also, weil das ändert sich halt im Laufe der Zeit und das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen. Und ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut hier mal in der halben Stunde abgerissen. Also vielen Dank dafür. Wenn wir einen Gast haben, dann hat er am Ende auch immer einen Wunsch. Und zwar fragen wir dich gerne mal, wen du vielleicht hier im Podcast auch mal als Gast hören würdest. Das ist eine gute Frage. Und da würde ich vielleicht einfach sagen, jemand der Generation Alpha, das nächste Generation nach der Generation Z. Und das würde ich sehr gerne sehen, ja, wie diese Generation dann aussieht, was deren Werte sind, ja, woran diese Generation glaubt. Und glaubt, da kommen ganz viele tolle neue Einflüsse aus neuen Generationen. Und vielleicht können wir ja dann mal in einigen Jahren jemanden hören aus der Generation Alpha. Oder ich komme zurück und berichte dann, wie meine Tornado-Versuche sich in der Zwischenzeit materialisiert haben, ob ich zum Tornado-Profi geworden bin. Beide schöne Optionen. Aber tatsächlich, genau, das war bei mir auch so eine Kernfrage. Was kommt denn eigentlich nach Z, ne? Ist ja eigentlich zu Ende. Gut, wir fangen wieder von vorne an, weil da hätte ich auch drauf kommen können, ne? Aber ist interessant, gibt es natürlich schon eine Begrifflichkeit für und die decken wir gerade ab. Ich habe gesehen, so ändert sich natürlich auch immer, je nach Sichtweise, aber bis 2025 die Geburtenjahrgänge sollen der Generation Alpha angehören. Also spannend, ja? Also darf der Dennis gerne mal auf unsere Themenliste schreiben, glaube ich. Prima. Aber Dirk, bei dir gab es doch auch Nachwuchs im Haus, also gerne auch hier eingeladen. Weißt du nicht, ob es klappt. Genau, wir können ja schon mal einen Termin vereinbaren für ein paar Jahre. Sehr gut. Dann Glückwunsch erstmal an dich, Dirk. Und gleichzeitig vielen, vielen Dank, ja, dass ich hier sein durfte. Sehr viel Spaß gemacht und hoffe, dass da vielleicht für die Hörerinnen und Hörer das eine oder andere noch dabei gewesen ist, was sie mitnehmen konnten aus dem Gespräch. Genau, da gehen wir schwer von aus. Und da auch wieder der Aufruf nach da draußen an euch. Wenn ihr Anmerkungen habt oder noch Fragen, wenn wir irgendwas übergangen haben und ihr ganz anderer Meinung seid, lasst uns das gerne wissen. Wir greifen das super gerne auf in einer der nächsten Episoden. Ihr erreicht uns über die Social-Media-Kanäle oder über unsere stets willkommene E-Mail-Adresse talk@between-the-towers.com. Und damit können wir diese Episode beschließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, Jan. Dankeschön. Danke, Sebastian. Danke dir, Dirk. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und hören uns demnächst in dieser Runde hier oder in einer anderen wieder. Macht's gut. Bis bald. Ciao.